Wow, was für eine spektakuläre Folge! Im letzten Teil sind wir entflohen, dem Gefängnis entflohen hier. Und jetzt sind wir unterwegs. Wow, wow, wow. Ich bin noch voll geflasht von der letzten Gefängnisausbruchsfolge hier. Mit Sam. Wir spielen den Charakter Sam gerade. Oh, nein, mir geht's gut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier, du bist dehydriert. Los, trink. Danke. Ihr seid hier richtig bei Trend 17 TV und Uncharted 4. Hey, was habe ich vor? Zuerst einmal baden. Und in einem richtigen Bett schlafen. Vielleicht leistet mir da auch jemand Gesellschaft. Meinen Bruder finden. Klingt für den Anfang ganz gut. Ja, stimmt. Also, was glaubst du? Wie lange brauchst du, um Averys Schatz zu finden? Keine Ahnung. Ich muss zurück in die Staaten und die Suche fortsetzen. Wie lange? Schwer zu sagen, bevor ich anfangen kann. Du weißt doch, wo er ist. Ja, stimmt. Okay, aber hör zu, es ist nicht so, als hätte Avery eine Karte mit einem roten Kreuz hinterlassen. Okay, aber es gibt eindeutige Hinweise. Oh, okay. Warte, warte doch mal. Hey, leise, ganz ruhig. Ich mag dich, Samuel. Und noch wichtiger, ich hab dir geglaubt. Darum bist du hier. Ich kann ihn finden, okay? Ich brauch bloß Zeit. Lame und Guccio. Weißt du, das Problem ist, so langsam bekomme ich wirklich Zweifel. Oh Gott, Hector, hör mir zu. Ich werde ihn finden. Ich schwöre. Wie lang? 6 Monate. Leute sind faul. Sie bitten mich immer um mehr, als sie eigentlich brauchen. 3 Monate. 3 Monate sind unmöglich. 3 Monate. Die Hälfte des Schatzes. Schaffst du das? Sag es. 3 Monate und die Hälfte. Also, wenn du wegläufst oder versuchst, den Schatz zu verstecken oder etwas ganz Dummes tust, wie zur Polizei zu gehen, erfahre ich es. Wenn du es am wenigsten erwartest, werde ich da sein. Und dann ist der Tod eine Gnade, die du nicht bekommst. Hier. Komm hoch. Also, die nächste Stadt ist 10 Kilometer da in Richtung Sonnenaufgang. Lange her, dass wir beide die Sonne gesehen haben. Vamos. Wenn ich ihn finde, was dann? Keine Sorge. Wenn die Zeit kommt, werde ich da sein. Wenn er swift ist, Samuel. Was für ein Gefängnisausbruch. Spektakulär. Also die letzte Folge war der Oberburner. Alcazar lässt mich gehen und jetzt geht's weiter hier. Das ist übel. Nein, wir folgen der Spur einfach weiter und der Spur? Sam, es gibt keine Spur. Nach Raves und meiner Flucht kaufte er mit dem Geld seiner Eltern das Land um die Kathedrale des Heiligen Dismas. Wir haben alles durchkämmt. Averys Schatz ist nicht dort. Natürlich kein Grund für Rave. Der Vollidiot buddelt da schon seit Jahren vor sich hin und findet nichts. Überrascht mich nicht. Was heißt das? Tja, ich hab sozusagen selbst ein bisschen gegraben. Und ich wette, dass Rave das nicht hat. Wirklich erstaunlich, was man heute alles im Internet findet. Das ist doch nur das Dismas-Kreuz. Ach ja, denn unseres damals war zerbrochen und hohl, weißt du noch? Das Ding ist ja noch intakt. Avery hat mehr als ein Kreuz angefertigt. Was also bei dem in Panama gefehlt hat? Könnte in dem hier noch drin sein. Mhm.
Na gut. Wo ist das? Oh, dieses erlesene Stück versteigern Sie und zwar in 3 Tagen auf dem Rossi-Anwesen. Das Rossi-Anwesen? Oh, du kennst es. Ja. Aber wie kommen wir bitte an eine Einladung zu einer exklusiven, schwer bewachten Schwarzmarktauktion? Tja, man braucht nicht unbedingt eine Einladung. Ja, und mit welchem Geld bietest du gegen diese reichen Säcke? Selbst eine 2. Hypothek auf mein Haus würde nicht reichen, um... Klar, du willst versuchen, es zu stehlen, was? Nein. Wir. Oh nein. Nein, Mann, echt, ich nicht. Ich bin raus. Was? Nein, ich mache sowas nicht mehr. Außerdem gibt es jede Menge andere Leute, die für sowas viel besser geeignet sind. Wer denn? Was weiß ich, Leute oh, wie... Mann. Irgendwer. Charlie Cutter. Nein. Er ist nein, mein nein, Mann nein, für nein, solche nein, Sachen. Auf keinen Fall. Ich vertraue Charlie und auch sonst keinem aus deinem Telefonbuch mein Leben an, okay? Ich brauche dich dafür. Oh Mann, Sam, es muss eine andere Lösung geben. Nicht in der kurzen Zeit. Und bestimmt nicht bei Alcazar. Hallo Schatz, ich bin's. Ja, hör mal, das glaubst du nicht. Jameson kam gerade mit den Genehmigungen rein. Ja. Ich weiß, aber wie es aussieht, mache ich den Job in Malaysia doch. Wow, was für ein Anwesen. Oh, oh, jetzt geht's los hier. So eine Bonzenhütte hier. Siehst du schon was? Nur ein Haufen zwielichtige Oberganoven, die sich rausgeputzt haben. Und noch kein Zeichen von Sullivan. Es ist ja noch Zeit. Sieht aus, als wäre der Lagerraum in dem Gebäude hinter dem Haupthaus. Kannst du es von da sehen? Nur ein Stück vom Dach. Oh, was die da wohl alles versteckt haben mögen. Konzentrieren wir uns auf Averys Kreuz, okay? Naja, du könntest deiner Frau ja auch was Schönes mitbringen. Sehr witzig. Halten wir es einfach. Gut, einfach. Es wäre viel einfacher nur mit uns beiden. Sam. Wir könnten schon längst drin sein. Ja, aber wie? Hast du eigentlich einen Plan B für den Fall, dass dein Freund Sullivan kalte Füße kriegt? Nein, denn das passiert nicht. Oder falls er erwischt wird? Sam, er kennt die Veranstalter der Auktion. Er wird sich locker durch die Party plaudern, nach oben gehen, das Fenster entriegeln und wir sind drin. Ein grundsolider Plan. Aha. Okay, schön. Na los, spuck's aus. Was, wenn er das Kreuz für sich selbst klaut? Das würde er nie tun. Victor Sullivan, wir reden über denselben Victor, richtig? Ja, er hat schon mal Leute gelinkt, aber nicht uns. Nein, dich nicht. Ihr zwei wart ja noch nie dicke Freunde. Leichte Untertreibung. Aber ich vertraue ihm, okay? Er gehört zur Familie. Nein, 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 hör zu. Wir können ihm vertrauen, okay? Gut, okay. Er kommt, ganz sicher. Irgendwann. Aber jetzt komm schon, du musst doch zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass ja. Er... Siehst du? Das sieht gut aus. Vertrauen. Die Brüder wieder vereint. Ab geht's. Hey. Versuch den Smoking sauber zu halten. Schon klar. So, einmal ein Dieb, würde ich sagen, immer ein Dieb. Kapitel 6. So, aber mal schauen. Wie schön das... Ich glaub's nicht, dass ich draußen bin. Hier darf man gar nicht so schnell durchlaufen. Ich glaub's nicht, dass ich hier bin, mit dir, in Italien. Bam. Ja, geht mir auch so. Ich wünschte nur, die Umstände wären anders, weißt du? Ja, naja.
So machen die Sehenswürdigkeiten mehr Spaß. Oh, du bist also nicht zum ersten Mal hier? Nein, eher zum dritten. Ich hatte hier schon ein paar Jobs. Mit Sullivan? Ja. Okay. Hm? Wieso geht der jetzt? Ach, müssen wir da irgendwie hoch? Da hoch? Nee. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wo ist denn dieses? Ha? Kommt der jetzt hinterher? Kann doch nur hier lang gehen. Jo, er kommt. Okay. Oh, dieser Ausblick. Der Burner. Der Burner. Zieht's euch rein hier. Dieses schöne Bild. Einfach nur genial. Ja, so, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hier lang müssen. Auf die Brücke kommen wir nicht rauf. Oh, was hat man uns da Schönes hinterlassen? Ja, unter der Brücke ist ein Balken. Kommst du mit dem Seil ran? Ob ich da mit dem Seil rankomme? Pass auf. Ich pass auf. So. Da, jetzt kann ich schmeißen. Ich, daneben. Also, auf das. Ja, jetzt haben wir's. Nicht schlecht, für den zweiten Anlauf. Okay, Hieronymo! Und nochmal! Nee. Oh, shit. Das hat nicht gelangt. Okay, nochmal. So. Hieronymo! Schwingen. Wir müssen noch weiter nach vorne. Krieg nicht mehr Schwung hier rein. Da vielleicht. So. Ich würde sagen, da. Ja, sag ich doch. Hast du gesehen? Oh, wie ein Profi. Und jetzt du. Hat ein bisschen länger gedauert, aber hat geklappt. Okay. Okay. Wohin jetzt? Gute Frage, nächste Frage. Ach, hier runter, ne? Geht hier nicht runter. Okay, auf geht's. Beim ersten Mal. Schon gut, niemand mag Angeber. Okay, na los, Nathan. Da kannst Krass. Du runterklettern und hier rüberkommen. Hinter dir. Fallen lassen, um Seil zu drücken. Das macht er nicht. Ich muss ihn wieder fallen lassen. Oh, volles Risiko. Okay, ich komme da noch nicht ran. Das heißt, ich muss noch mal hier lang. Na, oh. Okay. Der Burner. Okay. Oh, noch mal. Oh. Haben wir. Oh Gott, wo soll ich hier denn jetzt gleich ran? Ach, schwingen, okay. Andersrum.